Ich bin eigentlich auch voller Wut. Vielleicht trifft das meine Gefühle besser und bin wirklich auch ja, sehr, sehr, sehr angefressen über das, was passiert ist, dass einige sogenannte Fans, dann auch die Bühne des Fußballs und die Bühne eines Länderspiels benutzen, um ja, mit ihrem oberpeinlichen Auftreten einfach auch viel Schande auch über unser Land dann auch mit ihrem Verhalten bringen, dass wir für Werte stehen wie ein respektvolles und ein tolerantes, ein weltoffenes Deutschland. Und diese Chaoten beschädigen eigentlich auch dieses Bild. Diese Chaoten, die wollen wir nicht und wir sind auch nicht deren Nationalmannschaft und das sind auch nicht unsere Fans.